Mailchimp. Ich habe hier 155 Kontakte, möchte aber nicht immer allen eine Mail schicken. Mein Name ist Birmin Lehner. Bei der Bezahlversion könnte ich verschiedene Audiences haben. Das heißt, ich hätte verschiedene Empfängergruppen. Aber hier bei der Gratisversion kann ich einfach 2000 Adressen bedienen, aber es ist nur eine Gruppe. Da gibt's einen prima Trick. Ich kann diese Personen mit Tags versehen, also mit Eigenschaften. Ich gehe hier zu Tags und überlege mir nun gut, welche Tags möchte ich denn erstellen? Zum Beispiel Create Tag. Also ich erstelle einen Tag und ich sage hier mal Junioren kreieren oder Senioren kreieren oder Werbung kreieren oder, und jetzt mache ich noch einen letzten Tag, Einladung kreieren. Also hier kann ich so viele Tags erstellen, wie ich will. Ich gehe wieder zurück zu all meinen Kontakten, All Contacts. Und jetzt sind diese Tags bereit. Ich nehme die erste Person hier, diese Andrea Klei. Ich klicke auf die Andrea Klei und ich kann hier bei Tags beim Plus jetzt einen Tag zuweisen. Also ihr will ich immer die Einladung schicken und sie gehört zu den Senioren. Natürlich könnte ich hier auch die Tags wieder entfernen. Ich gehe zur nächsten Person und man merkt, ja, das gibt jetzt schon ein bisschen zu tun. Ich brauche das jeweils gar nicht zu speichern. Es ist immer sofort gespeichert. Ich gehe hier zu Laurenz Hildebrand. Der Laurenz, das ist ein Junior, aber auch ihm schicke ich gerne die Einladung. Und die Werbung will ich ihm auch jeweils schicken. Ich mache das nun bei allen Personen. Gut, wenn das jetzt 150 Personen sind, geht das ja irgendwie. Aber wenn es dann 2000 sind, dann gibt es ein bisschen zu tun. Da gäbe es schon noch Möglichkeiten, die Tags sofort zu setzen, wenn man all die Adressen importiert. Aber dann kann ich wirklich gezielt an diese Personen eine Mail schicken. Ich gehe nochmals zu den Tags. Hier bei den Tags sind alle meine Tags, die ich erstellt habe. Ich könnte hier weiter erstellen. Mich nimmt nun aber Wunder, wie viele erhalten denn jetzt die Einladung? Wie viele Personen sind hier dabei? Ich gehe hier auf View, also Ansehen, und sehe alle Adressen, die eine Einladung erhalten. Man sieht hier den Tag. Und jetzt schicke ich eine Mail nur an diese 5 Personen hier, denn nur die sollen eine Einladung erhalten und nicht alle 155. Ich gehe also zur Kampagne. Hier ist eine entworfen, diese hier. Ich gehe zum Entwurf und Achtung, jetzt soll das ja nicht an alle 155 Empfänger gehen, sondern ich will die Empfänger editieren, also hier editieren. Und jetzt kann ich hier die Einschränkung wählen. Ich will nämlich, dass nur jene diesen Newsletter erhalten, die den Tag Einladung haben. Das sind dann nämlich 5. Und speichern und senden. Und das war's. Und dann kriegen nur diese 5 diese Mail. Das war's.